Hey Freunde und damit ein herzliches Willkommen bei eurem Tunefor und herzlich willkommen zu Spookys Jumpscare Menschen. Und wie der Name schon vermuten lässt, wird es von Jumpscares nur so wimmeln. Wir werden uns vermutlich einscheißen, die Hosen nass machen und deswegen habe ich von vornherein gar keine angezogen. Ist natürlich von Vorteil, diese Situation. Oh Mann, was... Naja, Freunde, wir drücken mal Enter, schauen uns das Spiel an. Soll ja gut sein. Spookys Jumpscare Menschen, genau. Wir drücken Play mit Enter. Wir fangen ein neues Spiel an. Die Controls sind WASD. Wir sehen uns mit der Maus um. Mit E aktivieren wir Sachen. Mit Shift sprinten wir. Und Waffen benutzen wir mit Left-Click. Wir drücken Enter. Und los geht's. Das sieht ja mal richtig cool aus. Hallo Spooky. Oh, hi. Hey, cuter Geist. Hallo. And this is my home. Und das ist ein Zuhause. Can you, humble player, make it through 1000 rooms? 1000 Räume? Kannst du es durch 1000 Räume schaffen? Bis zum Ende? Oder gibt es überhaupt kein Ende? Ich weiß es nicht, aber geh einfach mal. Das hat sie ungefähr gesagt und 1000 Räume ist nichts für mich, aber ich kann nicht wieder zurück. Also gucken wir mal, Freunde. Wir müssen es durch 1000 Räume durchschlagen. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es nicht gemacht. Raum 1. Bestimmt gibt es auch 1000 Jumpscares. Wir schauen mal. Wir gehen langsam voran. Raum 1. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Viel besser, als ich gedacht habe. Ich dachte, das wäre so ein Crap-Game. Aber das ist ja richtig gut. Schauen wir mal. Das ist, glaube ich... Oh! Ich wette, das war einer der wacksten Jumpscares in dem Spiel und hat mich einfach erwischt. Was für ein Scheiß. Ich muss meine Maus mal... Nee, ich kann die gar nicht noch schneller machen. Ja, ich muss dann meine DPI-Werte ändern. Ah, egal. Wir spielen das Spiel. Konzentration. Concentration. Okay. Die sind... Alter, wie ich mich alles vor dem scheiß Baumstumpf erschrecke. Was für ein Kack. Okay, wir sind schon in Raum 6. Geht gut voran. Also keine 1000 Räume, 1000 Jumpscares. Schade eigentlich. Okay, hier gibt es eine Abzweigung. Okay, hier gehen wir wahrscheinlich jetzt einfach nur mit der Kirche ums Dorf. Doch nicht. Doch, sind wir. War einfach nur ein Umweg. Nice. Raum Nummer 7. Geht ja gut voran, ey. Wir gehen einfach weiter. Hallo, ein Bett. Wunderschön. Fenster. Toll. Was erwartet uns hier? Eine Kerze, ein weiteres Bett und zwei Fenster. Raum 10. Dunkelheit. Ein aufgeschlitztes Gemälde. Raum 11. Ein creepy Gemälde. Bett und ein Nachtschränkchen plus ein Fenster. So schlagen wir uns jetzt durch das ganze Spiel. Alter, 1000 Räume. Zieh dir das mal rein. 1000 Räume. Wir sind gerade mal Raum 12. Ey, da spielt sie dich ja tot. Ich mache jetzt, glaube ich, in der ersten Folge einfach nur bis Raum 100 oder so. Erstmal chillen. Da kriegst du ja einen Kollaps hier sonst. Läufst du dich ja kaputt. Okay, Raum 15. Ich werde das übrigens komplett uncut alles drinnen lassen. Weil, machen wir so. Raum 16. Gehen wir mal hier links lang. Raum 17. Oh, schmaler Gang. Toll. Raum 18. Ah, das Ambiente ändert sich. Es wird gruseliger. Oh, das ist ein größerer Raum. Hallo? Okay, wir sind durch. Sind die Jumpscares irgendwie ausgezogen? Kommt gar keiner mehr. Ah. Auch nicht in diesem langen Gang. Das ist merkwürdig. Ich habe fest mit einem gerechnet. Aber nun gut. Ich möchte mein Glück nicht in Frage stellen. Ein Zettel. Guck mal an. Am Anfang sah dieser Ort einfach nur süß aus, aber ich bin nun schon seit Tagen hier. Ich fühle mich nun schon ein wenig aufgekratzt und ich habe andauernd das Gefühl, als würde mich jemand beobachten. Das ist überhaupt nicht romantisch. Nun gut. Raum 22, ein langer Gang mit Kurve. Oh Mann, warum passiert denn nichts? Komm, hau mal einen raus, richtig ins Gesicht rein. Okay, wir sind wieder in dem lilanen Raum. Der hat auch schon so ein leicht gruseliges, angehauchtes Gefühl, aber dann wiederum doch nicht. Und es wurde ja auch was von Waffen gesagt. Ich habe noch nicht viel von Waffen gesehen. Ich persönlich würde mich mit einer Waffe sicherer fühlen, aber man kann, wie wir wissen, nicht alles haben. Hier ist noch ein Zettel. Gucken wir mal. Ich weiß, dass mir etwas folgt, aber es fühlt sich so an, als würde ich wieder und wieder durch dieselben Räume gehen. Hoffentlich wird es mir helfen, Notizen als Brotkrumen zu verteilen, denn vielleicht zeigt mir das, ob ich ein wenig Fortschritte mache und an mein Ziel komme. Ich hoffe nur, mir geht die Tinte nicht aus.
Ich bin verdammt durstig. Schön. Raum 27 betreten wir nun. Der ist groß. Der ist groß. Noch eine Notiz. Gucken wir mal drauf. Tinte, es stillt nicht gerade meinen Durst. Der Geschmack ist schrecklich. Flecken sind schrecklich. Ich glaube nicht, dass es zu trinken eine romantische Idee war. Was hat er alles mit romantisch oder wer immer das schreibt? Ich verstehe das nicht. Was soll denn hier romantisch sein? Es heißt Spookies, Jumpscare, Menschen. Nicht romantische Villa auf dem Hügel ohne Jumpscares, seid sicher dort. Nein, hier geht es um Jumpscares. Obwohl wir es jetzt erst zwei gesehen haben. Und ansonsten kommt gerade gar nichts. Das ist schön. Auf der einen Seite fühle ich mich so mittlerweile. Wenn man vom Teufel spricht, kommt ein Kürbis aus der Wand. Ah, wie mich einfach diese dreckigen Jumpscares erwischen. So richtig scheiße, einfach nur so, pupp, Kürbis um die Wand. Ich erschrecke mich. Ich zucke einfach. Wenigstens habe ich nicht geschrien. Okay. Toast. Der sieht traurig aus. Armer Toast. Geht's dir nicht gut? Soll ich dir helfen? Soll ich dich von deinem Leid erlösen? Nein? Gut, dann gehen wir weiter. Raum 31. Raum 32. Gemälde. Gemälde voller Feuer. Gemälde voller Räume mit Lampen. Alles klar, Zettel. Heute habe ich etwas gefunden, um meinen unromantischen Durst zu befriedigen. Ich bin heute von einer kurzen Ohnmacht aufgewacht und habe eine Flasche Wein vor mir gefunden. Ich bin mir nicht sicher, welche Marke oder welches Jahr, denn dort ist keine Bezeichnung. Alles, was ich weiß, ist, dass der Geschmack sehr metallisch ist. Gut, da er gesagt hat, roter Wein in einer Flasche, Wein ist rot, roter Wein, aber der Geschmack ist metallisch, lässt auf Blut schließen, Freunde. Anscheinend ist unser Notizenschreiber einfach nur dumm. Spookies Jumpscare-Menschen enttäuscht mich bis jetzt. Es sind erstaunlich wenige Jumpscares hier. Ich habe mit weitaus mehr Hosenscheißen gerechnet. Bis jetzt geht's aber. Bis jetzt geht's. Der Toast war krass, weil er traurig war. Das hat mich auch traurig gemacht. Ja, wie gesagt, ich möchte das komplett uncut alles hier drinnen lassen, weil so von Raum zu Raum gehen ist schon irgendwie, ich weiß nicht. Ich möchte das gerne drin behalten, dass wir jeden Raum drauf haben. Auf Film gebannt. Die Jumpscares werden so langsam, ja, wie nennt man das? Nicht mehr so krass. Keine Ahnung, der gerade hat mich überhaupt nicht erwischt. So ein ganz leichter Zucker war drin, aber mehr nicht. Die müssen jetzt mal mehr auffahren. Lautere Geräusche, mehr Jumpscares. Aber wir sind auch erst jetzt in Raum 40 von 1000. Da wird garantiert noch was kommen. Aber wir finden auch keine Waffen, wie mir versprochen wurde. Ich glaube nicht, dass es Wein war. Scheinbar hat unser Notizenschreiber gemerkt, dass er da Blut getrunken hat. Wenigstens hat es seinen Durst gestillt und es enthält gute Vitamine. Ich weiß gar nicht, enthält Blut überhaupt Vitamine? Keine Ahnung, Mann. Raum 43. Groß, Bett. Ein Bild. Mit einem Käfig und jemandem, der versucht, daraus zu entkommen. Aber heute nicht. Er ist nicht entkommen. Ich glaube, niemand entkommt hier jemals, Freunde. Ich glaube, das geht einfach endlos so weiter. Raum 45. Mehrere Türen. Wir gehen einfach mal durch die erste. YOLO. Raum 46, Raum 47. Es geht schnell. Langer Gang. Kommt keiner. Okay. Raum 48, schmaler Gang. Kommt auch nichts. Kommt einfach kein Jumpscare. Einfach kein Jumpscare. Kein Jumpscare. Wäre natürlich lustig, wenn nochmal so ein richtiger Heftiger kommt, der mich aus dem Stuhl schlägt rückwärts. Aus dem Stuhl vor allem. Was? Bitte? Was ist denn das? Game saved! Oh, ihr habt gespeichert bei Raum 50. Okay, warum muss ich eigentlich speichern? Bedeutet das, dass ich sterben kann? Ja gut, wer möchte schon 1000 Räume am Stück durchspielen? Ich weiß nicht, wie viel länger ich noch weitermachen kann. Ich habe keine von meinen vorherigen Notizen gesehen. Also bedeutet das entweder, dass ich irgendwo ankomme oder dass jemand sie wegnimmt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir fahren runter. Fahr runter. Ah, okay, wir fahren runter. Alles klar. Es geht gleich weiter, Freunde. Es geht gleich weiter. Wir müssen jetzt scheinbar erstmal nach unten fahren und kommen dann zu den nächsten Räumen. Ich habe keine Ahnung. Raum 51. Wird's jetzt hier vielleicht krasser? Das war gerade so eine Transition irgendwie. Könnt ihr mir vorstellen, dass die Jumpscares... Oh, Spinnen. Spinnen. Ich glaube, die Jumpscares werden jetzt heftiger. Denke ich mal. Oder dass mehr kommen auf jeden Fall. Ja, hier sind irgendwie so Käfige oder so. Was sind das für Geräusche, Alter? Wird es auf jeden Fall interessanter so langsam. Das ist schon mal schön, das freut mich. Hört ihr das? Dieses Rollen. Hier unten ist auf jeden Fall irgendwas.
Was ist denn das? Oh, ich dachte gerade, ich bin einfach nur in einer kleinen Box drin. Oh Mann. Klaustrophobie strikes again. Raum 55. Also Raum 100 machen wir auf jeden Fall in dieser Folge. Keine Ahnung, wie lange ich schon aufnehme. Wirklich keine Ahnung. Aber wir ziehen das durch, wir ziehen das durch. Wir machen immer 100 Räume in einer Folge, würde ich einfach sagen. Wir ziehen das einfach lockerflockig bis zum Ende. Kurz geräuspert. So, Notiz. Ich glaube, das ist meine letzte Notiz. Ich werde sterben, ohne jemals entkommen zu können. Aber das ist eigentlich gar nicht wahr. Dieser Ort war wie meine Flucht. Meine Flucht von allen anderen. Am Ende ist mein Tod doch irgendwie romantisch. Was ist das als mit romantisch? Was wollt ihr mir damit sagen? Ich verstehe das nicht. Ich kann mir da keinen Reim drauf machen. Ja, wir kommen jetzt Raum 60. Raum 60. Hier ist Glibberglabber auf dem Boden. Keine Ahnung, was das ist. Hier ist eine Notiz. Alter, okay. Spouting, splashing, soaking. Inerts, ingest, invoking. Nailing never stops the choking. Okay. Oh! Ja, genau! Was ist denn das? Lass mich raus! Oh, folgt mir das Ding? Das folgt mir bestimmt. Ja, es folgt mir. Nice. Raum 61. Lass schnell weitergehen. Auf diesem grünen Zeug sind wir langsamer. Das Ding will mich, glaube ich, kriegen. Und ich muss jetzt davor abhauen. Deswegen haben wir Speicherpunkte. Man kann hier scheinbar sterben. Damit habe ich nicht gerechnet. Sprinten. Okay, drüber gesprintet. Wo ist es überhaupt? Ich laufe lieber. Lieber einen kleinen Vorsprung haben wie keinen. Okay. Ich sprinte am besten nur auf den Dingern. Alles andere ist, glaube ich, bescheuert. So, schön schnell weitergehen. Raum 65. Enger Gang. Raum 66. Sprinten, 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 sprinten. Rechts. Oh, ich bin wieder mit der Kirche ums Dorf gelaufen. Nice. Das Vieh ist aber gar nicht mehr so schnell. Alles klar. Okay, kleiner Raum. Weiter. Raum 68. Ich habe ganz vergessen, dass ich sprinten kann. Wie nah ist denn das Vieh hinter mir? Keine Ahnung. Ich kann es nicht sehen. Ich möchte es nicht darauf ankommen lassen, dass es mich kriegt. Okay, sehen hier irgendwelche Notizen? Nope. Ich schätze mal, das Ding hat auch unsere Notizenschreiber erledigt. Würde ich vermuten. Okay, wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir laufen. Schön, schön, schön. Weiter geht's. Raum 70, Raum 72 schon. Guck mal, gar nicht mehr auf den Counter geachtet. Okay, schön den Dingern ausweichen. Ich sprinte jetzt einfach, als nicht, dass das Ding mich kriegt. Hier drin sieht's gerade irgendwie anders aus. Ich habe keine Waffen. Hier kann ich nicht durch. Kann ich hier durch? Locked. Scheiße. Ich muss irgendwas finden. Oder? Muss ich immer weiterlaufen. Auch locked. Muss ich irgendwas machen? Irgendwas machen? Ist hier irgendwo ein Schlüssel? Ey, das Vieh kommt garantiert gleich. Laufen, 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 Schlüssel. Hä? Wie soll ich denn hier durchkommen? Oder muss ich jetzt auf das Vieh warten oder so? Kommt das überhaupt bis hier hin? Ich kann das nicht aufmachen. Doch, jetzt! Hä? Wieso war es denn jetzt auf einmal offen? Das ist hier auch verschlossen. Hier, dann kann ich. Hier ist offen. Okay, alles klar. Hä? Auf einmal voll komisch, ey. Oh. Oh, kein Jumpscare. Ich habe fest mit einem gerechnet, ey. Okay, schön Gas geben. Jetzt nicht zurückbleiben hier. Ich hätte gleich von Anfang an sprinten sollen. Dann hätten wir nicht so lange gebraucht. Raum 89. Oh, die Sounds haben wir nachgelassen. Nice. Bisschen entspannter jetzt das Ganze. Ah, ich habe so ein Kratzen im Hals. Ich müsste eigentlich mal husten. Aber ich halte mich zurück. Wir ziehen das jetzt. Oh, nice. Was ist denn das hier? Oh Mann, ich muss hier genau um die Ecken laufen. Was für eine Scheiße. Aber ich kann wenigstens nicht runterfallen. So, kurz die Stamina wieder aufladen. Und zack, wieder Gas. Schon wie so ein kleines Rennauto, der Typ. Ist ganz schön schnell. Okay, ist das Vieh hier irgendwo? Nicht, dass das jetzt gleich kommt. Das kann nämlich, glaube ich, schweben. Das kommt dann einfach hier rüber. Macht mich Messer. Macht mich Messer. Macht mich tot. Okay, weiter geht's. Schon lange keine Jumpscares mehr gefressen. Finde ich gut. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite nicht so gut. Aber wir machen erstmal weiter bis Raum 100. Komm schon. Raum 87, Raum 88. Weiter, 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 weiter. Raum 89. Gleich kommt Raum 90. Dann kommen wir bald zu Raum 100. Und ich denke mal, da ist dann wieder ein Speicherpunkt. Ich schätze mal alle 50 Räume. Ich hoffe es jedenfalls. Halt laufen. Raum 92 schon. Oh. Die Geräusche hatten sich gerade wieder geändert. Hat sich ungut angehört, kurz. Aber ist alles safe. Raum 94.
kommen keine Jumpscares mehr. Ich glaube, es kommen in diesem Spiel einfach gar keine mehr. Ich gehe direkt durch die erste Tür. Scheiße, was ist das? Scheiße, was ist das? Wo sind wir denn hier? Kann ich hier rausgucken? Wo bin ich denn jetzt hier? Ah, guck mal, hier sind Spieler verewigt. Nice. Kenne ich einen von denen? Nope. Nope, doch den kenne ich, glaube ich. Keine Ahnung. Wir gehen weiter. Raum 96. Weiter, weiter, weiter. Raum 97. Kommen wir gleich Raum 100. Sollten dann eigentlich erstmal wieder einen Safe-Spot haben. Oh, wieder so ein Raum. Hör doch auf. Raum 98. Ah, Mann, ey. So ein Scheiß. Ich möchte endlich hier raus. Oder mehr Jumpscares. Dafür spiele ich das Spiel. Für die Jumpscares, Mann. Für die Jumpscares. Aber bis jetzt hält sich alles in Grenzen. Auch wenn ich mich ein paar Mal vom Toast so erschreckt habe. Aber, ah gut. Raum 99. Okay. Dann müsste jetzt Raum 100 kommen. Safe. Genau. Oh. Hier ist, glaube ich, unser Notizenschreiber, Freunde. Mit einer Feder in der Hand und einem Hut noch auf. Hier ist eine Katze in der Box. Danke. Wir speichern einmal, Freunde. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Spookys Jumpscare Menschen wieder. Spielen dann von Raum 100 bis 200. Am Anfang ist es jetzt, glaube ich, noch ein bisschen gediegen, locker, ruhig. Ja, hält sich alles in Grenzen. Wir kommen jetzt erstmal so langsam in das Spiel rein. Ich denke, wir werden dann noch genug Jumpscares fressen mit der Zeit, Freunde. Und ich würde es erstmal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Spookys Jumpscare Menschen wieder oder in irgendeinem anderen Video auf meinem Kanal, Freunde. Euer Tjölfer verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.